ein paar Jahren hatte eine, habe ich mitgekriegt, wie eine Freundin von mir Foodsharing gemacht hat und kam halt immer irgendwie dann mit Lebensmitteln an, die sie verteilt hat. Ich habe mich gewundert, dass das alles weggeworfen werden würde sonst und habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. Ich bin ja Umweltwissenschaftler und hatte mich dann natürlich auch von der wissenschaftlichen Perspektive mit auseinandergesetzt, welchen Umweltimpact halt die Lebensmittelproduktion hat, wie viel davon dann halt weggeworfen wird. Und da habe ich mal gedacht, da muss man was gegen tun. So bin ich dazu gekommen, das praktisch auch anzupacken. Da drängt sich für mich direkt eine Frage auf, Herr Schwenkfeger, damit man mal ein Gefühl bekommt, wie viel Lebensmittel retten Sie heute schon? Momentan kooperieren wir mit 100 Unternehmen im Einzelhandel und der Gastronomie, bei denen wir regelmäßig Lebensmittel abholen. Im letzten Jahr waren es etwa 530 Tonnen Lebensmittel, grob überschlagen, die wir da dann im Prinzip von der Tonne gerettet haben und weiterverteilt haben. Und zusätzlich versuchen wir durch die Öffentlichkeitsarbeit auch zu sensibilisieren, dass in den Privathaushalten weniger anfällt. Nun sind Sie einer der Ersten, die die Auszeichnung der Ehrenmünze in Dresden erhalten. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, ich bin vorgeschlagen? Ich war erstmal sehr überrascht. Aber ich finde es trotzdem sehr schön natürlich, dass nicht nur ich geehrt werde, sondern im Prinzip die Initiative Foodsharing insgesamt auch ein Stück Wertschätzung entgegengebracht bekommt für ihre Arbeit. Und deswegen nehme ich das natürlich sehr gerne an.